Willkommen zu einem Kauthar-Video über das Mevlevi-Ordenshaus in Gelibolu. Wer sind die Mevlevis? Es handelt sich um eine Tariqa, die sich auf den großen persischsprachigen Dichter Maulana Jalaluddin Rumi zurückführt. Von Rumi selbst wurde kein Orden als Institution, keine sogenannte Tariqa gegründet. Wer sich mit Rumis beeindruckender Dichtung beschäftigt, merkt auch bald, dass es sicher nicht im Interesse dieses Dichters und Denkers gelegen haben kann, einen strukturierten Orden zu begründen, in dem eine feste Form von Spiritualität in eine Reihe von Riten gezwängt wird. Doch dies ist nicht das Thema. In diesem Video zeigen wir einige Bilder von dem vielleicht größten Ordenshaus der Maulavis, dem Mevlevihane von Gelibolu. Gelibolu, das antike Gallipolis, liegt an den Dardanellen, der Meerenge, welche Europa von Asien trennt. Gelibolu auf der europäischen Seite der Türkei und das in der Nähe gelegene Çanakkale auf der asiatischen Seite waren daher auch immer strategisch wichtige Plätze, die von allen Imperien auf anatolischem Boden militärisch ausgebaut wurden. Der Mevlevihane von Gelibolu besteht seit dem 17. Jahrhundert. In der osmanischen Zeit hatten die Mevlevi-Derwische einen privilegierten Platz unter den verschiedenen Sufi-Orden, indem sie das Recht besaßen, den Sultan bei der Thronbesteigung zu gürten. Privilegiert, obwohl die Osmanen in ihrer Religionspolitik insgesamt darauf bedacht waren, die verschiedenen Orden mit unterschiedlichen Funktionen auszustatten, um kein zu starkes Oppositionspotenzial aufkommen zu lassen. Zurück zum Ordenshaus. Das Gebäude ist zahlreiche Male erweitert und umgebaut worden. Die letzte große Umgestaltung stammt von 1906. Das Gebäude wurde danach nicht mehr lange benutzt. In der Zeit des türkisch-griechischen Krieges, gleich im Anschluss an den Ersten Weltkrieg, wurde der Mevlevihane als Munitionsdepot benutzt und verwahrloste. Ohnehin wurden in den 20er Jahren nach der Gründung der modernen türkischen Republik alle Tarikat verboten. In den 50er Jahren kam es mit dem Übergang von der Einparteienherrschaft zur Demokratie zu einer vorsichtigen Liberalisierung. Doch erst 1994 wurde das Gebäude durch die Stiftungsverwaltung dem Militär abgekauft und eine Neukonstruktion vorgenommen. Seit 2005 ist der Mevlevihane der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Durch die jahrzehntelange Verwahrlosung kann man davon ausgehen, dass kaum etwas in diesem Gebäude wirklich original ist. Es gibt jedoch einen guten Eindruck von dem eklektischen Stil, der dort lange Zeit vorherrschte. Ein Eingangstor wie ein römischer Triumphbogen, dazu persische Inschriften und osmanische Kuppeln. Früher befanden sich dort auch ein Küchenhaus, ein Wohnhaus für die Ordensanhänger und ein Armenhaus. Gelebte Fürsorge spielte in der spirituellen Entwicklung der Derwische immer eine große Rolle. Interessant ist die Gestaltung des Mihrab, der Gebetsnische. Ein gemalter Vorhang erinnert stilistisch an die Gestaltung europäischer Theater- und Operneinrichtungen aus der gleichen Zeit. Soll hier angespielt werden auf die Welt als eine Art Theaterbühne, die Welt als ein Ort des Scheins? Verstecken sich hinter den Masken dieser Welt nicht ganz andere Charaktere, die dann zum Vorschein kommen, wenn der Schleier dieser Welt am jüngsten Tage weggezogen wird? Man kann zu der Geschichte der Tariqas als abgeschlossene Gemeinschaften sicherlich kritisch Stellung beziehen. Einiges ist aber inhaltlich durchaus mit den islamischen Grundauffassungen vereinbar. Zum Abschluss ein Gedicht aus dem Divan des Rumi, das auch wieder das Bild des Schleiers aufnimmt. Vernimm mit dem Herzen die wortlose Weisheit. Begreife, was Sonder, Begriff und Verstand. Im Herzen der Menschen ist Glut wie im Steine. Den irdischen Schleier verzehre ihr Brand. Denn erst, wenn der irdische Schleier verbrannt ist,
wird inneres Wissen, wird Hridr erkannt. Und tief in der Seele, im Herzen entdeckst du die uralte Liebe in jungem Gewand. Kauthar.de plant im Herbst 2017 ein Webinar zur Dichtung Jalaluddin Rumis. Nähere Informationen können über den Newsletter bezogen werden. Anmeldung unter www.kauthar.de.